Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wir haben in den letzten Folgen die Schnabeltiereier geholt. Und jetzt müssen wir ein Schnabeltiereier hier noch rauskriegen. Ja, wir haben jetzt die Kohle in den Ofen gelegt. Das heißt, wir müssen jetzt auch irgendwie anzünden, glaube ich. Hier, die Kerze. Anzünden. Würde ich ja, aber sie ist aus. Wie kriegen wir sie an? Wir müssen sie ja irgendwie ankriegen, oder? Ach so, Moment. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir müssen aber erstmal zurück zur Spelunke. Ja, ja, du falscher Sänger, kannst gar nicht richtig singen. Eins erinnere ich mich noch, wir können auch den Fisch vom Haken nehmen. So. Gut. Jetzt gehen wir in die Spelunke rein und nehmen den Fisch mit. So, den haben wir jetzt. Und jetzt tauschen wir die Kerze mit der normalen Kerze aus. Oder machen einfach nur Feuer damit. Jo. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Dass das nicht ausgeht, das wundert mich. So. Jawohl, der Generator funktioniert wieder. Wir haben nichts getan. Wo müssen wir nochmal? Die Docks Werkstatt. Genau. Jetzt müssen wir offenes Feuer hier reinkippen. Okay. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. So, jetzt müssen wir, glaube ich, das Ei auch bekommen. Ich hoffe, wir bekommen es. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool, genauso. Au! Nein. Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Oh oh. Hä? Was muss ich hier machen? Hä? Verwirrt. Okay, Moment. So, jetzt rollt es da lang. Oh! Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft! Oh! Okay, das war jetzt cool, dass wir es geschafft haben. Cool, wir haben es geschafft! Geil! So, dann müssen wir ein Schnabeltier haben wir schon mal ausgebrütet. Jetzt nur noch den Wasserschnabeltier. Oh. Das versuche ich erst. Meine Sachen. Okay. Aber ich glaube, wir müssen dem toten Fisch dann wohl dem Angler geben. Offenbar. Moment, wo ist denn der? Da. Angler. Offenbar. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Aus Raupenseite. Ich
benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn! Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir... Das nennt man Anglerglück. Niemals! Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein... Ja, okay. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger... Wenn du mir dein Angler... Moment, ich benutze... Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen Super-Spezialköder? Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch! Und was ist der Spezialköder? Na super. Meine Güte, was machen wir denn jetzt? Was ist ein Spezialköder? Gucken wir mal im Inventar nach. Was haben wir denn da? Wir haben dann Schnabeltier. Wir haben die Fibel. Wir haben Eimer mit Erde. Warte mal. Eimer mit Erde. Ihr müsst ja auch was draus basteln lassen. Meine Sachen sind auch... Ich muss ihn... Meine Sachen... Eine Kle... Darüber... Es geht an. Es ist schon geschlüpft. Jetzt muss ich nur noch das richtige Nest finden. Das versuche ich erst. Meine Sachen... Da sind schon genug Krümel. Ich sollte... Da sind schon genug. Ich soll... Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Wow, ein Hakengedöns. Super. Trotzdem, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich kann bestimmt noch was verbinden, oder? Das habe ich mir bereits geangelt. Okay. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Meine Sachen sind... Ich muss sie... Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Was mache ich denn jetzt? Die Idee war bereits lahm, bevor... Hä? Wir müssen ja irgendwie den Köder... Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Ich weiß es nicht. Hä? Was machen wir denn jetzt? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Also irgendwie weiß ich das gar nicht. Weiß ich, was wir machen müssen. Wir haben irgendwas... Wir haben irgendwas wahrscheinlich... Er will seine Ruhe. Die kann er haben. So, und jetzt... Die will ich nicht. Das sind sie kein Vergleich. Huhu noch. Na, Herr Kollege, wo ist denn jetzt dieser berüchtigte Superköder? Ich wollte ihn gerade holen. Dann mach das mal. Ich bin schon dabei. Schön. Und jetzt? Kusch. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt einfach mal, Beruhigungspillen in... Okay. Was jetzt? Ich bin immer so, ich bin bei Point-and-Click-Adventure immer so überfragt. Mal gucken, warte mal ab. Ah! Was hat das bewirkt? Es hat irgendwas bewirkt gerade. Mal gucken. Ja, wir müssen jetzt dabei zusehen, weil er hat ja jetzt... Müssen wir noch was einmischen? Zucker vielleicht?
Lieber nicht. Die Fische sind... Brot vielleicht. Das hab ich mir... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch eins vermutet, dass man die Betäubungspillen da reintun kann. Jetzt bin ich extrem verwirrt. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich bin immer so überfragt dabei. Wo ist denn jetzt? Ich wollte ihn. Dann mach das. Du schon da. Schön. Und jetzt. Kusch. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Gleich noch das hier? Ach, Köder. Ah. Das sind ziemlich mickrige. Kein Vergleich. Ah. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Danke. Ha, hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. Na, viel Glück. Wir gehen lieber weg. Bevor er noch meckert. So, gehen wir mal zurück zur Loks Werkstatt. Und in die Schleuse rein. Ne, warte mal. Quatsch. Moment. So. Wir haben jetzt Wasserschnabel. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Oh. Jetzt habe ich. Ich habe ihn umgebracht. Ups. So, was jetzt? Wir haben. Ja, Zebrafisch, Tigerfisch ist ja fast das gleiche, nicht wahr? So. Wo sind die Elektroden? Elektroden. Aber natürlich! Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Hä? Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Das habe ich mir bereits... Okay. So kann ich den Schweige. Egal. Hä? Für den Laien sieht das hier aus wie die perfekte Schnabeltierbrutstätte. Der Profi weiß aber, dass der Laie ein Idiot ist und lieber nach Hause gehen und Briefmarken stapeln sollte. Okay, warte mal. Ah. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Hä? Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Willst du Wurmloch erzeugen? Mit den Verzweigern wirken sie... Hä? Was muss ich denn machen? Ich muss den Fisch ja wieder lebendig machen, ne? So. Moment. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja. Farbeimer? Voila, ein Zebrafisch. Wow. Aber er hat doch keine schwarze Farbe gehabt. Jetzt. Aber natürlich könnte den endlich zeigen.
Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft! Er lebt! Was zum... Rufus, verdammt! Ja, doch! Hey. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Ja. Halte durch, Frankenfisch. Moment mal. Halte durch, Frankenfisch. Ach so, er muss ja, warte mal, in ein Aquarium rein. Moment. Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch... Moment. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Nein, das wird tot. Scheiße. Nein. Moment. Dann nochmal. Aber natürlich können... Ja. Ja. Was auf jetzt sonst? Ob da wohl. Wenn du. So, wir haben doch das Wasser hier. Halte durch, Frankenfisch. Hä? Ich hab doch ein Glas voller Wasser. Halte durch. Ah, ich verstehe. Natürlich. Hm? Oh, oh. Jetzt sollte ich... Moment. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch. Jetzt sollte ich aber zu. Warte. Halte durch, Frankenfisch. Ah, okay. Putzig. Aber jetzt sollte ich, muss ihn irren. So, rein da. Jetzt den Frankenfisch da rein mit dir. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Oh. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Okay. Komm zu Papa! Oh, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt ein zweites Schnabeltier. Juhu! Feuerschnabeltier, Wasserschnabeltier. Jetzt haben wir ein Erdschnabeltier und ein Flugschnabeltier. Das müssen wir jetzt auch ausbrüten. Oh, das wird jetzt sehr, sehr lustig werden. So. Was müssen wir machen? Okay, ja. Alter, ich kann den Song nicht mehr hören. So. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Thierry, meine Sammlung wächst. So. Flo? Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Moment. Ach Quatsch. So, muss ich sagen. Ja Quatsch, wollte ich doch gar nicht hin. Wollte hier hin. So, da lang wollte ich. Das kommt davon, wenn man den Bildschirm auf rahmenlos stellt. So, hoch. Wir haben jetzt die Urne. Hä? Moment. Was steht da? Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Tirin, meine Sammlung wächst.
Wir müssen hier irgendwie an die Hose ran. Denn die brauchen wir offenbar. Die Windhose. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen... Das heißt, so. Das klappt. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Nein, du hast die Komponente bestimmt schon. Moment, da. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Der Phlagomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Da, Öse. Hui. Nichts passiert. Juhu. Gut, was haben wir jetzt? Moment. Welche Schnabeltiere waren das noch gleich, die in gefrorener Erde brüteten? Gleich nochmal in der Fibel nachblättern. Ah ja, es waren Erdschnabeltiere. Wer soll sich diesen ganzen Quatsch... Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. So weit, so gut. So, jetzt haben wir es. Okay, was jetzt? Flugschnabeltiere. Jetzt müssen wir es da reintun, oder? Okay, was jetzt? Der Staubsauger, oder? Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Aber das... Ist doch... Die Asche wurde durch das Rohr in die Maschine gesogen. So bekomme ich sie da nie raus. Die Asche... So... Mein Hosen... Ich muss aber... Mein Hosen... Ich muss aber... Das ist doch der Staubsauger da, oder nicht? Seltsam. Okay, würde ich sagen, ich beende hier an der Stelle den Part. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.